Das irakische Mädchen Shahed verlor an einer Sprengfalle ihr Bein. Gebaut und platziert hatte die der Islamische Staat in Mosul. Zivilisten wie Shahed sollten an der Flucht gehindert werden. Sie wurden gebraucht als Schutzschilde. Gezeigt wird das Foto in der Ausstellung Erschüttert, Einschläge, die alles ändern, im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Es sind Fotos von Zivilisten, deren Leben durch Bomben, Granaten und Sprengsätze erschüttert wurden. Der Journalist Till Meyer fotografierte sie. Also meine Beobachtung ist eigentlich die, dass dann gerade in solchen extremen Situationen, in Kriegs- und in Krisengebieten, halt die Menschen oft über sich selber hinauswachsen. Dass man wirklich dann kleine Leute, in Anführungszeichen, die vielleicht nie was Ungewöhnliches gemacht hätten in ihrem Leben, die entwickeln dann Kräfte und helfen plötzlich anderen Menschen und sind eigentlich richtige Helden. Der Partner von Till Meyer ist die Hilfsorganisation Handicap International, die 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Sie unterstützt weltweit Menschen mit Behinderung wie den 22-jährigen Phong Savat Manitong aus Laos. Als Teenager verlor er bei der Explosion eines Streubombenblindgängers beide Arme und sein Augenlicht. Auch politisch engagiert sich Handicap International. Es soll nicht noch mehr Opfer geben. Wir zeigen die Ausstellung zuallererst hier im Bundestag, um auch die deutsche Politik auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Wir möchten, dass sich die Bundesregierung einsetzt gegen den Einsatz von Explosivwaffen, aber auch im Vorfeld durch die Vermeidung, Verhinderung von Rüstungsexporten und durch diplomatische Aktivitäten eigentlich auch noch aktiver wird, Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. Finanzielle Unterstützung bekommen die Ausstellungsmacher vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für die Eröffnung bot der Bundestag das Paul-Löbe-Haus an. Auch die Deutschen haben erlebt, was es bedeutet, wenn Städte bombardiert werden. Was sich geändert hat gegenüber dem Zweiten Weltkrieg heute, ist, dass wir asymmetrische Kriege haben, dass wir sogenannte neue Kriege haben, in denen einzelne Gruppen, die sich Waffen verschaffen, Zugang zu Waffen und Explosivwaffen verschaffen, einen komplett irregulären Krieg führen. Jeder Mensch im Gebiet, in dem dieser Krieg stattfindet, ist davon bedroht. Es gibt überhaupt keine Regeln mehr, kein humanitäres Völkerrecht. Und da muss die internationale Gemeinschaft darauf dringen, dass auch für solche Fälle und in solchen Gebieten bestimmte Regeln zur Anwendung kommen. Die Wanderausstellung ist noch bis zum 12. April im Deutschen Bundestag zu sehen. Anschließend wird sie in Schulen und Universitäten deutschlandweit gezeigt. Alle Informationen zur Ausstellung finden Sie auch unter www.bundestag.de/ausstellungen.